Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur letzten größeren Gesprächsrunde. Wie Sie vielleicht merken, werden die Gesprächsrunden immer größer, je länger der Abend voranschreitet. Aber keine Sorge, es kommen danach noch auch zwei Einzelhöhepunkte. Zunächst nach dieser Veranstaltung mit einem Toast auf den Jubilar, abgehalten von Clemens Mayer. Und dann schließlich noch die große Lesung zum Abschluss mit Jürgen Hosemann, dem letzten Lektor von Wolfgang Hilbig. Aber bis dahin müssen Sie noch ein wenig Geduld haben. Sie müssen noch diese Runde über sich ergehen lassen, von der ich allerdings sagen darf, dass sie einen vollkommen neuen Aspekt versuchen wird, in das, was wir bisher über Wolfgang Hilbig gehört haben, hineinzubringen. Denn bislang haben wir uns, dem Anlass ja durchaus angemessen, mit Wolfgang Hilbigs Leben, mit seinem Werk beschäftigt. Jetzt wollen wir uns mit der Zukunft von Wolfgang Hilbig und seinem Werk beschäftigen. Unter dem schönen Titel Herr Hilbig, bitte nehmen Sie Platz in der Weltliteratur. Darum werden wir das in meinen Augen zumindest schönste Buch von ihm auch hier vorne auf diesen Platz draufstellen. Und ich freue mich sehr, dass ich eine illustre Runde an Gästen hier versammelt habe, von denen ich gleichzeitig den großen Vorzug genieße, dass der größte Teil von ihnen bereits vorgestellt ist. Weshalb ich einfach nur sage, Katja Lange-Müller, Ingo Schulze, Clemens Mayer und Peter Wawerzinek sind bereits vorgestellt und müssen nicht nochmal groß erläutert werden. Natürlich werden Sie ohnehin im Rahmen dessen, was Sie zu Wolfgang Hilbig sagen, noch einiges über diese Personen hören. Aber zwei Gäste harren noch der genaueren Vorstellung und ich freue mich deshalb sehr, das jetzt wenigstens noch zu Beginn machen zu können. Wir haben einmal Alexandru Ulut, das ist der Herr in der Mitte dort, nun muss man sagen, Dichter der nächsten Generation oder vielleicht sogar der übernächsten nach Wolfgang Hilbig. Er ist in Rumänien geboren und im Jahr 2000 als 13-Jähriger mit seiner Familie in die Bundesrepublik gekommen, lebt in Frankfurt am Main, mir natürlich ohnehin schon sehr sympathisch, arbeitet dort vor allem für Faust Kultur und hat zwei Lyrikbände herausgebracht, den letzten, erst im letzten Jahr bei Schöffling, also einem sehr, sehr namhaften Verlag, mit dem ausgesprochen schönen Titel Was Petersilie über die Seele weiß, auch dort am Büchertisch einzusehen und zu erwerben, wenn man Vergnügen daran hat. Und schließlich noch, den muss man in Leipzig eigentlich doch niemandem mehr vorstellen, aber selbstverständlich wird es gemacht, Michael Faber. Bekannt natürlich als Kulturbürgermeister der Stadt für immerhin 7 Jahre, aber noch mehr und natürlich heute auch angemessener als Verleger, Mitgründer von Faber und Faber im Jahr 1990 und seit 2019 derjenige, der den Verlag nach 8-jähriger Pause wiederbelebt hat, nachdem sein Vater die Geschäfte hat ruhen lassen, leider mittlerweile verstorben ist. Bei Faber und Faber ist, das werden die meisten von Ihnen wissen, Wolfgang Hilbig auch Autor gewesen. Mit gleich 2 Büchern und darüber gibt es selbstverständlich viele persönliche Kontakte mit dem Autor, über die gleich etwas zu sagen sein wird, auch über die Art, was diese Bücher und warum konkret diese beiden bedeutet haben. Aber wir machen es genau so, wie wir bislang diese Runden gestaltet haben. Jeder der Gäste wird erst einmal die Möglichkeit haben, zu einem persönlichen Statement zu den jeweiligen Dingen, die hier im Programm ausgewiesen sind. Sebastian Kleinschmidt beklagte sich heute Nachmittag darüber, dass man ja Vorgaben zu erfüllen habe. Selbstverständlich gab es Anregungen seitens der Veranstalter, aber Sie haben bereits gemerkt, an die Vorgaben hält sich hier erfreulicherweise niemand so besonders strikt. Katja Lange-Müller wird trotzdem, wie ich gehört habe, versuchen, der Aufgabe, die man ihr gestellt hat, jetzt gerecht zu werden, nämlich über die singuläre Poetik von Wolfgang Hilbig zu sprechen. Und in der Tat, wenn wir über so etwas wie ein Nachleben dieses Schriftstellers reden wollen, dann ist vermutlich die Betonung seiner Singularität, was wir auch heute Nachmittag schon mal hatten, ein wunderbarer Startpunkt. Deshalb würde ich Sie bitten zu beginnen, Frau Lange-Müller. Vielen Dank. Wie singulär das jetzt ist, weiß ich nicht zu sagen. Aber natürlich habe ich versucht, einen Text zu schreiben, einfach weil es konzentrierter ist. Ja. Geht's? Ja. Wolfgang Hilbig, bekanntlich geboren im Kriegsjahr 1941 und in Meuselwitz, war ein durch und durch Traumatisierter. Einer, den Großvater und Mutter als Kind nicht nur nicht geliebt, sondern abgelehnt, oft geschlagen und bestenfalls übersehen haben. Sein Großvater Kasimir, ein aus Polen zugewanderter Analphabet, Säufer und Choleriker, beherrschte alle. Seine Frau, seine Tochter Marianne, sein Enkel Wolfgang, dessen Mutter Marianne heiratete Wolfgangs Vater 1941, also in jenem Jahr,
in dem ihr einziges Kind, eben dieser Sohn, zur Welt kam. Durch ihn fühlte sie sich permanent an ihren Mann, den Schneider Max, erinnert, den sie offenbar schmerzlich vermisste, denn er blieb im Krieg, galt jahrelang als verschollen und erst spät willigte Marianne ein, ihn für tot erklären zu lassen. Obwohl oder gerade weil beide, Großvater und Mutter, kein gutes Haar an dem Jungen ließen, in ihren Augen war er aufsässig, faul, aus der Art geschlagen, musste dieser nach dem Tod der Großmutter erst neben Opa und nach dessen Tod neben seiner Mutter schlafen. Wenn Wolfgang davon sprach, hatten wir, die wir ihn persönlich kannten, immer den Verdacht, dass er die Zeit seiner frühen Jahre zu Hause, in der Schule, in der Lehre, bei der Armee nicht einfach nur als demütigend empfand, mehr noch, er wurde gegängelt, genötigt, verhöhnt, unterdrückt. Zumal er auch andeutete, dass es in der Enge seiner Mutterhöhle, Hilbigwort, gelegentlich zu Szenen kam, in denen sich er und nicht etwa sie irgendwie schuldig wähnte. Wolfgang, der den ihm unbekannten Vater als Kind ebenfalls vermisst und wohl bemerkt hatte, wie sehr er der Mutter fehlte, nahm dessen Platz ein, zumindest im Ehebett, und konnte und durfte ihn doch nicht ersetzen. Einer Mutter, die ihn nicht mochte, hat er sich, während er neben ihr lag und ihren Nachtgeräuschen, auch ein Hilbigwort, lauschte, vermutlich zu nahe und dennoch abgewiesen gefühlt. Gab es Zärtlichkeiten von ihrer Seite sicher nicht. In welche Verwirrung und Pein mag die Tatsache, dass sich das Kind, wie jedes Kind, nach der Liebe seiner Mutter sehnte, den Jungen gestürzt haben? Es lässt sich ahnen, wenn man Hilbig liest. Die konkreten Geschehnisse blieben möglicherweise verdrängt, jedenfalls hat er sie von seinen diversen Ich-Erzählern nicht genau schildern lassen, aber Schuldgefühle, besonders die seinen Frauen gegenüber, plagten ihn zeitlebens. Ich erinnere mich gut daran, dass er eines Abends davon erzählte, wie seine Mutter ihn, den sie gerne ein Dreckschwein nannte, auch das ist in den Erzählungen so beschrieben, den sie gerne ein Dreckschwein nannte, noch bis zu seinem 13. Lebensjahr im Beisein diverser Nachbarinnen wusch. Als ich nachhakte, sagte er, ich stand nackt in der Zinkwanne, sie hat nichts ausgelassen, kein Millimeter meines Körpers und mich untenrum immer besonders gründlich eingeseift. Ich hatte über die Reaktion, die das hervorrief, keine Kontrolle, was die alten Schachteln jedes Mal sehr erheiterte. Unheimlich, ja suspekt waren Opa Kasimir und dessen Tochter, dass Wolfgang Hilbig früh begann, sich einen Raum zu eröffnen, zu dem sie keinen Zugang hatten, den der Literatur, der Sprache, der Schrift. Der Großvater hat dies nicht nur missbilligt, sondern für Verrat an seiner Klasse gehalten, an der Arbeiterklasse, und entsprechend hart bestraft. All das hatte literarische Folgen, ja Konsequenzen. Hilbigs Orte sind Grenzbereiche, etwa die zwischen Arbeiten und Schreiben, Ost und West, Leben und Tod, übergenauer Wahrnehmung und albtraumhafter Verwirrung. Diese Orte sind Nicht-Orte, Ebenen im Nebel, verwüstete Land- und Stadtschaften, über die Rauch und üble Gerüche ziehen. Sie liegen an Irrwegen, im Dunst, in der Finsternis, knapp über und unter dem Erdboden. Seine Räume sind eigens für seine Texte geschaffene Zwischenräume, unwirklich, aber wahr. Sie bestehen aus erinnerten Realitätspartikeln, Wachtraumelementen, Rauschhalluzinationen. Seine Zeit ist die Unzeit zwischen Nacht und Morgengrauen. Die Figuren in nahezu jeder Hilbig-Prosa sind alter Egos, Doppelgänger, Spiegelungen und Widerspiegelungen, die aus antagonistischen Komponenten bestehen. Arbeiter, Heizer, Dichter, Schriftsteller, Mitschuldiger, aufbegehrendes Opfer. Sich also zueinander wie Feuer und Wasser verhalten. Dampf, Qualm, Rauch, Nebel wabern all überall. Verloren gehen die Orientierung und manchmal auch die sich durchs Ungewisse hindurchkämpfenden Erzähler,
die Hilbig fast immer mit sich besetzt. Diese Schriftstellerfiguren sind nachtaktive Umherirrende auf der Suche nach sich selbst, der Wahrheit, der Freiheit, der Schönheit, den Weibern, auch dem Weib im angeborenen eigenen Geschlecht. Schreibend, so sehe ich es, versuchte Hilbig seine Traumata zu bewältigen mit nichts anderem als Worten. Seine Methode, sagte Kollege Jan Faktor, könne man ruhig die Erkundung der Unschärfe mit Hilfe von Präzisionsinstrumenten nennen. Das finde ich eine sehr genaue Beschreibung. Doch während Hilbig schreibt, erlebt er diese Traumata wieder und wieder. Seine womöglich auch autotherapeutischen Versuche, die Pein seiner Erinnerungen, seines elenden Arbeiterlebens, seiner Potenzverluste in kreativer und sexueller Hinsicht, seines unstillbaren Durstes, seiner Ohnmachtsgefühle heraufzubeschwören und so vielleicht auf Distanz zu bringen, geraten ihm zu Retraumatisierungen in der allerdings verwandelten Form schaurig schöner, nicht selten gallig-ironischer Sprachgebilde, die einerseits eine grandiose Sogwirkung entwickeln und andererseits dem Lesenden, wie zuvor dem Schreibenden, Angst machen. Aber wirklich zum Fürchten ist nur die Furchtlosigkeit, mit der sich seine Erzähler dem Unheil, das über sie herein und aus ihnen herausbricht, stellen, immer aufs Neue, immer weiter. Die Wurzeln seiner Existenz, Hilbig weiß es, mit jedem Gedanken, den er buchstäblich niederschreibt, mit jedem Wort, das er einsetzt, nur um sich wieder nicht befreien zu können, stecken im verseuchten Erdreich der Braunkohlereviere rund um Meuselwitz. Sie nähren sich von den untoten Überresten des Faschismus, des Krieges, der inhumanen Verlogenheit so vieler, die vor ihm waren und deren Schuld ihm, wie er glaubte, quasi genetisch vererbt wurde. Verlogen, zynisch, menschenfeindlich ist auch das System, in dem dieser Arbeiter sich als Schriftsteller behaupten will und muss, weil er nur schreibend aushält, was ihn bis ins Mark quält und reizt. Ich war eine Art Symptom für die Würdelosigkeit, wie sie die Diktatur braucht, um sich für existenzberechtigt zu halten. Ich sah, wie man jedes Plan soll an Opportunität, Feigheit, Phrasiologie erfüllte. Und ich sah es natürlich auf dem Rücken der Klasse geschehen, der ich angehörte. Hass und Selbsthass, der vom Autor auf seine Protagonisten übertragenen Alter Egos bedingen und ergänzen einander. Auf jedes der düsteren Substantive, Verben, Adjektive, mit denen er ihre unerträgliche Situation zu benennen suchen, mit denen sie ihre unerträgliche Situation zu benennen suchen, folgen noch schaurigere, die sich beobachtenden Figuren noch grimmiger abwertende. Hilbig formt eine raffiniert gebaute Syntax aus Hypotaxen und Parataxen, die zuvor Bekanntes steigern, relativieren oder ihm widersprechen. Aus diesen Satzkonstrukten, denen wir lesend nachspüren wie der Fuchs, der Duftspur einer Feldmaus, werden Spiralen, die die jeweilige, nahezu immer aussichtslose Situation der Ich-Erzähler einkreisen und uns Lesende mit hinabziehen in deren Verhängnisse und Niederlagen, aber eben auch in unverhoffte Momente des Triumphs, wie am Ende der Erzählung die Weiber. Das ist von betörender poetischer Intensität und steht im krassen Gegensatz zu den industrieversehrten Antigegenden, durch die Hilbigs Erzähler wandeln, stolpern, irren und konsequenterweise auch zu deren depressiv-zornigem Lebensgefühl. Eine Atmosphäre von lastender Schwermut und latenter Gewalt breitet sich aus, die uns mitnimmt im doppelten Wortsinn. Eben wie die besagte Erzählspirale, die stilistisch die Gestalt und die Wucht eines Hurrikans hat, doch anders als bei dem Wetterphänomen schrauben sich Hilbigs Drehstürme nicht in die Höhe und wirbeln oberhalb des Bodens alles durcheinander, sondern bohren sich tief ins Erdreich und ins Bewusstsein der Lesenden. Und dies wiederum entspricht dem
Unterbewusstsein und dem Bewusstsein des Dichters, dessen Schreibwut herrührt von den frühen und späten Lebenserfahrungen des ewigen Heizungskellerkinds Wolfgang Hilbig. All das miteinander schafft, obwohl seiner Prosa-Chronologien oder gar Plots zumeist gänzlich fehlen, eine enorme Spannung. Denn immer wieder hofft der lesende Mensch ebenso wie das jeweilige Hilbig-Alter-Ego darauf, dass es sich irgendwie doch befreien könne, dass es ihm gelingen möge, sich zu verändern und die es umgebende Welt nicht mehr schuldhaft mit sich zu verwechseln. Aber diese Alter-Egos sind zu klug für Distanz, zu traumatisiert für irgendeine Form der Heilung, obwohl sie deutlich kein Mitleid wollen und Selbstmitleid selten und wenn, dann nur im Furor grimmiger Selbstironie zulassen, ergreift ihr Schicksal uns immer wieder mit unerwarteter Wucht. Die Voraussetzung dafür ist nicht einmal, dass es uns selbst auch irgendwie schlecht ging oder geht. Der Umgang mit dem Menschen Wolfgang Hilbig, in dem der Schriftsteller Hilbig die heimliche und unheimliche Vernichtungsenergie erkennt, macht aus seinen alter Egos autoaggressive Schuldner und Schuldige, an denen sich diverse ihrerseits unterdrückte Autoritäten vergangen haben, und das nicht nur in der Vergangenheit. Wieder solche Gewalt konnte Wolfgang Hilbig nichts anderes finden, genauer erfinden, als seine ureigene literarische Zwischenwelt, dieses Reich und Arm, aus erlebnisbedingten Träumen, Halluzinationen und einer keine Mühe scheuenden Besessenheit von Worten, Sprache, Text. Er musste sich und uns diese Welt erschaffen. Es war die, in der er lebte, überlebte und starb. Immer wieder, bis er tatsächlich an sein reales Ende kam. Die Sprache der Dinge, sagt Walter Benjamin, ist unbegrenzt. Die Dinge der Sprache, Hilbigs Literatur beweist es, sind das auch. Da sie ja nie aus rein fiktivem Material komponiert wurden, ließen sich etwa im Interesse umsatzerhöhender Marketingstrategien alle Hilbig-Romane als Schauerromane bezeichnen und all seine Geschichten schon als die Gespenstergeschichten, die er dem S. Fischer Verlag zuletzt vertraglich zugesichert, aber nicht mehr hatte schreiben können. Danke. Ganz herzlichen Dank. Wir haben das Bild einer Naturgewalt von einem Dichter beschrieben bekommen, gleichzeitig eine Ästhetik geliefert, mit der diese Texte arbeiten. Das alles klingt im höchsten Maße anspruchsvoll, trotzdem ist es etwas, was uns alle ganz offenkundig fasziniert. Worin liegt das, Ingo Schulze? Was macht, wenn man das Thema aufnimmt, was Ihnen mal gesetzt wurde, denn diesen Unterschied aus zwischen einer wirklich qualitätvollen Literatur und dem Mainstream, den Hilbig ganz gewiss nicht vertritt, warum hat er trotzdem diese Nachwirkung? Man hat ja eher das Gefühl, in den letzten Jahren, sie ist wieder größer geworden, nach einer gewissen Pause nach seinem Tod. Dieses Gefühl, dass Hilbig wirklich präsent ist, habe ich auch, und das macht mich doch sehr, sehr froh, regelrecht glücklich. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass nach dem Tod das Werk nochmal so ein ganz eigenes, oder man hat den Eindruck, es wird so allmählich verstanden. Zu erklären, warum etwas eine Wirkung hat, das ist für mich jetzt sehr, sehr schwierig. Ich kann natürlich so über die eigene Faszination sprechen, und für mich ist eben sehr, sehr wichtig sein letzter Roman, das Provisorium, weil es eines der wenigen Bücher ist und als es erschien 2000 auch eines der allerersten, die Ost und West zusammennehmen, also die jetzt nicht nur über den Osten schreiben oder den Westen, sondern eigentlich diese gegenseitige Bedingtheit und Abhängigkeit auf eine ganz eigene Art und Weise vorführen. Also dieser Schreibende, der im Osten nicht mehr sein will, aber im Westen auch nicht sein kann, und dieses unentwegte Kreisen, das hat mich
zutiefst betroffen, weil das eigentlich auch das ist, worüber, ja, oder sagen wir mal, woraus vieles kommt, was auch mich zum Schreiben treibt, also diese Konfrontation von zwei ganz verschiedenartig funktionierenden Welten und wo eigentlich das, was der Osten an Erfahrung und Wissen hat, also es geht jetzt nicht um Gut oder Böse, sondern eben diese völlig andere Sozialisierung, dass das ein Wissen ist, auf das man in gewisser Weise nicht verzichten kann. Und wenn ich jetzt nach einem Grund gefragt würde, warum er jetzt langsam wieder kommt, das ist also jetzt alles sehr verstiegen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir so in diesem, ja, das kann man nicht auf einen Tag oder einen Monat oder vielleicht nicht mal auf 1-2 Jahre festlegen, aber dass wir uns ja schon irgendwie auch an so einem Epochenende vielleicht befinden, was also mit 89, 90, was ja ein weltweites Ereignis war über China und Indien und afrikanische Staaten und natürlich Europa und wo heute wir merken, dass etwas zu Ende geht, sozusagen vom Fall der Mauer bis zum Fall von Kabul, aber das hat natürlich auch was zu tun mit der Umwelt, dass wir das spüren, was jetzt passiert, also ganz unmittelbar erfahren, dass da irgendwas nicht hinhaut, mit Corona, mit dem Aufstieg von China, da können wir also ganz vieles zusammenfassen und das ist natürlich immer ein Konstrukt, aber wenn etwas, sagen wir mal, doch an ein Ende geht, hat man nochmal einen ganz anderen Blick auf den Beginn und auf, ja, und was diesen Beginn ja, ausgemacht hat. Und bei Hilbig ist es natürlich, dass einerseits das Politische, es ist die Arbeitswelt, aber auch ein Wissen um die Substanz dieser Erde, was, glaube ich, sehr viel zu tun hat mit seinem Herkommen aus Meuselwitz, aus den Tagebauen und mit seiner Arbeit als Heizer. Also jetzt ist natürlich Anthropozän wirklich schon möchte es schon gar nicht mehr hören. Aber bei ihm ist das mit so einer Selbstverständlichkeit da, dieses Wissen, woraus, oder dieser Wunsch zu wissen, woraus ist Erde, woraus ist Kohle, wie ist das entstanden? Und dieses Denken was und Empfinden, was Organisches und Anorganisches einschließt, das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges bei ihm, was vielleicht sogar auch noch, also ich bin jetzt über die Sekundärliteratur nicht so informiert, aber glaube ich, eine große Rolle noch spielen wird, neben eben diesem politischen Scharfsinn. Und dann ist, glaube ich, noch etwas, und dann bin ich aber auch am Ende, dass ja diese Arbeitswelt in unseren Medien kaum noch vorkommt. Also wenn man irgendwie eine x-beliebige Serie im Fernsehen sieht, da ist garantiert kein Arbeiter dabei. Und natürlich war das in der DDR ideologisch belegt, aber ich bin gerade dabei, DDR-Filme zu entdecken und merke, wie enorm wichtig die Arbeitswelt da drin ist. Und ich sehe mir das fasziniert und voller Bewunderung an. Und da ist er eben auch wirklich ein Solitär mit einem Wissen, was es heute praktisch in der Literatur, zumindest in der deutschen, wenig gibt, was vielleicht aber eben aus anderen Ländern uns wieder an uns herangetragen wird, womöglich. Also. Alexandru Buluț, Sie sind jemand, der nun nicht unbedingt in den Kategorien, die ältere Generation, zu der ich mich jetzt einfach auch mal mit dazu rechne, einnehmen muss, so nach dem Motto, wir haben das Ende der Geschichte erreicht, weil wir diese riesigen Umbrüche erlebt haben, wir haben das Tollste hinter uns. Sie, fürchte ich, haben das Tollste teilweise noch vor sich, denn normalerweise ist es ja nicht schön, einem so viel Aufregung in der Weltgeschichte zu wünschen. Wie nimmt man als jüngerer Lyriker
nehmen wir ruhig die ganze Generation von Wolfgang Hilbig wahr. Wie sieht die heutige Lage von Lyrikern aus und inwieweit ist tatsächlich das, was Ingo Schulze gerade ansprach, dass Hilbig etwas thematisiert, was heute überhaupt keine Rolle mehr oder keine große Rolle mehr in der deutschen Literatur spielt, inwieweit ist das wiederum in Ihren Augen interessant bei seiner Wahrnehmung und wie nehmen Sie ihn wahr? Vielleicht kann ich eine Antwort einleiten, indem ich erwähne, dass ich Hilbig entdeckt habe über den Abriss der Kritik und dann weitermachte mit den Gesprächen, die ich beisammen hatte, lange bevor der siebte Band draußen war, nämlich gestern oder heute. Und dann merkte ich, als ich zu den Gedichten, Erzählungen und den drei Romanen überging, dass er etwas behandelt, was mich selbst interessiert, sozusagen ein Einfluss aus der Zukunft. Er beeinflusste mich noch, bevor ich ihn kannte, sozusagen. Und das ist nun einmal diese Arbeitswelt. Ich muss das auf meinen Bereich transferieren. Es ist meine Kindheit in einem anderen sozialistischen System und die Auswirkungen der Sozialisation vor Ort und wie mich das bis heute prägt und was es benötigt, bestimmte Macken, die mir dort anerzogen wurden, unter Kontrolle zu bringen. Und ich glaube, dass Hilbig auch diese Bereiche behandelt hat in seinen Erzählungen und Romanen. Und was mich natürlich sehr packt und gepackt hat, das ist natürlich der große Roman Ich, weil dort diese absolut beinahe skandalöse These aufgestellt wird, dass jeder Schriftsteller irgendwie auch eine Art Spitzel ist, irgendwie nicht immer spontan ist, wenn er in Gesellschaften ist, nicht unmittelbar ist, wenn er in Gesellschaften ist. Und das Paradoxe dabei ist, dass er doch eine gewisse Unmittelbarkeit und Spontaneität innerhalb dieses Romans aufgrund seines formalen Charakters, seines Schreibens, seines Stils hervorbringt. Und so ging es weiter, von Text zu Text, von Text zu Text. Es ist das Infernale bei Hilbig. Ich habe für heute noch einmal die Arbeit an den Öfen gelesen und es ist faszinierend, wie er innerhalb von wenigen Abschnitten es schafft, ja, eine Art Fegefeuer entstehen zu lassen in einem Kesselhaus und wie er dann von dort kommt zur sogenannten 11. These von Feuerbach, These von Marx, womit gesagt ist, dass sein Werk auch ein geschichtsphilosophisches Werk ist. Ja? Und ich verstehe das, ich verstehe ihn beinahe als Prototyp dessen, was wir heute als Autosoziobiografie bezeichnen. Das sind Texte von Eribon, das sind Texte von Annie Ernaux. Er war sehr früh dran. Das ist nicht reine Autofiktion, das ist auch nicht reine Autobiografie, sondern es sind autofiktionale Elemente eingebettet in sozialen Strukturen einer ehemaligen Fläche auf dieser Welt. Vielen Dank. Ich überspringe jetzt mal ganz kurz, weil es thematisch sich, glaube ich, gut anknüpfen lässt. Peter Wawerzinek hat heute Nachmittag auch den Phantasmagoristen Hilbig stark gemacht, indem er nochmal an seinen wunderbaren Romtext erinnert hat, die Beschreibung einer Stadt, in der er nicht gewesen ist, in der er sie imaginiert hat. Jetzt lernen wir Hilbig gerade als einen, nennen wir es ins Fiktionale versteigerten Realisten kennen, jemand, der die Arbeitswelt beschreibt, der die Ausdeutung der DDR-Gesellschaft für uns übernimmt. Wie verträgt sich das mit dem auch Phantasten Hilbig und kann man das als eine Art Mischung sehen, die gerade seine Eigenart ausmacht? Ich habe das zeitgleich mit Matthias Bader-Holz kennengelernt. Also ich bin sehr viel mit denen durch Berlin gegangen, mit dem Matthias. Und immer blieb der irgendwie stehen und suchte in Papierkörben oder in seinen Taschen nach Zetteln, dass er sich, was er eben gerade aufgeschnappt hat, aufschreiben kann. Und der hatte dann zu Hause, genau wie der Hilbig auch, einen riesen Zettel. Konvolut. Und was ich schön fand bei Hilbig, dass er gesagt hat, diese Lyrik, das fällt ihm am leichtesten, weil da kann er Zettelwirtschaft betreiben, da kann er die Zetteln hernehmen und das neu komponieren.
Und es ist egal, wann ihm die Idee unterwegs oder sonst wo gekommen ist. Er hat sie auf einen Zettel festgehalten. Und genauso hat der Matthias Baderholz auch gearbeitet. Ja, der laufend Notizen auf Fahrschein sonst wo hingekritzelt hat und dann auch nicht mehr wusste, wann, wo, welche Eingebung ihn da hatte, ergriffen hat und was der Ausgangspunkt war. Aber wenn es dann darum ging, ein Gedicht neu zusammenzusetzen, da waren die Zettel dann ganz wichtig. Und das hat mir bei Wolfgang Hilbig gefallen. Und das, glaube ich, ist auch irgendwie eine Botschaft von ihm, also sich so viel wie möglich aufgeschnapptes, eine Idee, wie so ein Fasan, von dem er ja auch geschrieben hat, der da plötzlich auftaucht, das festzuhalten und daraus, nur zur Frage, dass Lyrik natürlich auch Zukunft hat, wenn man dann eine gewisse Arbeitsweise hat. Und da muss man sagen, ist der ganz streng gewesen mit sich selber. Ne? So. Und dann waren eben auch die Gespräche, wann, wie, was amüsiert ein Hilbig, also den man ja oft, ich habe ihn ja oft auf dem Barhocker sitzen sehen, als so eine Art Schildkröte oder Dreckkröte so in sich zusammen konzentriert und geballt, ja, und dann war das immer ganz schön, wenn er dann auch mal lachen konnte oder so oder gesagt hat, das, was du letztes Mal erzählt hast, das war ganz amüsant. Und ich habe da jetzt mal so ein, weil auch gelesen wird, mal so einen Text gemacht, der dann bei mir in der Vorbereitung auf, weil ich ja dann nach der Alkoholtherapie noch ein Thema hatte, ein Thema, und das war die Muttersuche. Und da wusste ich, damit kann ich eventuell wieder nach so und so vielen Jahren nicht schreiben, wieder zurückkommen in die Literatur. Und darüber haben wir uns ja manchmal auch unterhalten. Der Großvater, ein Großdepp. Nicht schreiben noch lesen können, aber gewalttätig sein und gegen jede Bildung beim Enkel. Was mich bei einem Mann, der als Kind häusliche Gewalt durchlitten hat, arg zum Kopfschütteln veranlasste, war seine Aussage zum Irakkrieg. Die Nichtgewalt hat nicht funktioniert. Es müsse Krieg geführt werden. Lesen lernen heißt also nicht sprechen lernen. Sprechen lernt man vorher und schon im Sprechen sei die Gewalt ja angelegt. Und doch gesellt sich der Kohlen, die Kohlenschaufel oder dem Stift zu, die Schreibmaschine statt Presslufthammer. So wird das in der Kritik beschrieben. Wir betrachten beide still und ergriffen Höhlenfelsenmalerei. Lesen wie dicke Schwarten, solche kleinen Strichzeichnungen. Sind beide permanent Spracharbeiter, immer in Schicht. Feiertage gibt es für uns nicht. Wir beide sind für eine Neuaufteilung der Erdbewohner und Länder. Der Gedanke faszinierte mich, sagt Hilbig, Italien in Leipzig oder Griechenland in Erfurt oder die karibischen Inseln leicht erreichbar nach Dessau zu verlegen. Ich schlug in einem früheren Text vor, für ein ja, mal auf Probe diesen Gedanken durchzuspielen, also Völker, ihre Länder austauschen zu lassen. Also alle Franzosen ziehen jetzt in die Mongolei um, die Türken mieten in Island ein, die Isländer wechseln nach Polen um und so weiter, bis das alles aufgeht, bis alle untergebracht worden sind, wie gesagt, für ein Jahr und niemand mehr daheim ist. Ich las es ihm vor und wir mussten herzlich lachen, waren ehrlich erheitert. Er teilte bedenklich lange mit Mutter das Bett, nur weil da kein Vater zur Mutter vorhanden war. Und ich lag in den Anfangszeiten zwischen den neuen Adoptionseltern über dem Spalt der Federkernmatratze und habe das Trauma schreibend überwunden. Ich bin raus aus dem Heim und in kein Heim kann ich mehr zurückkehren. Fortan habe ich in einer Küche nicht größer als 2 Tischtennisplatten, in einem Schlafzimmer, das ein Doppelbett ist und ein Kleiderschrank mit 3 Türen, an dem man sich vorbeiquetschen musste, zu leben. Mit einem winzigen Flur, einem viel zu engen Klo, einer Wohnstube, verstellt mit Möbeln, Beinen, Lehnen, einem Teetisch und Vorhängen vor den Fenstern, die ich nicht unbehindert vor- und zurückziehen kann. Also wohntechnisch ist da nichts für den Zuwachs, das Adoptionskind getan worden. Sie haben das Heimkind in ihre Beengtheit mit eingebaut. Jahre zuvor ist ihnen ein großer Schäferhund zugelaufen, den Adoptionseltern berichtete die Großmutter und musste lachen.
Als der Adoptionsvater noch nicht mein Adoptionsvater war, wäre er über ein weites Schneefeld gelaufen und beide hätten sich nur angesehen und beide wären sie stehen geblieben, der Hund wie er, und hätten lange so im Freien gestanden, ehe der Schäferhund dann zum Spaziergänger herübergewechselt wäre und mit ihm gegangen sein. Ein wohlerzogener Hund, zu dem man nur Platz sagen brauchte und schon hätte er sich hingesetzt und auch wäre er nie von der Seite gewichen, so etwas wie ein Familienmitglied geworden, das sie am Sonntag im großen Waschzuber gebadet hätten und auch eingeseift, wie ein kleines eigenes Kind. Und dem Stöckchen nach wäre der Hund gelaufen, so oft sie ihn nur geschleudert hätten. Und aus sei es damit gewesen, wenn sie nur aus zu ihm gesagt hätten. Und so will die Adoptionsmutter auch ihren Adoptionssohn, den kleinen Peter, folgsam zu Werke gehen sehen. Den Schäferhund hätten sie in der Wohnung kaum gespürt. Wo soll es dort mit einem Kind Probleme geben? Platz sei doch in der kleinsten Hütte. Und also ward mir, dem Neuankömmling, aus Platzgründen kein eigenes Bett eingerichtet worden. Ich liege bei den Adoptionseltern im Doppelbett. Ich fülle den Freiraum zwischen ihr und ihm aus. Zwei Federkernmatratzen, der ganze Stolz der Hausfrau, von denen sie hochachtungsvoll spricht, wobei sie die Silben Federkernmatratze stark betont, als gehe es um Juwelen. Federkernmatratze beschliefe in der Umgebung keiner. Federkernmatratze fänden sich nur bei den feineren Herrschaften. Federkernmatratze sei Schlafkomfort pur, edel, hilfreich und gut sei sie, bilde starke Charaktere. Und je hochwertiger die Federkernmatratze, desto intensiver wirke der Federkern der Matratze auf das menschliche Gemüt. Man füttert den Geist, wie man sich bettet. Man habe sich zu betten, wie man angesehen sein wolle in der Welt. So ihre Theorie zur Federkernmatratze. Und alles, was sonst so aus der Vergangenheit erinnert ist, ist matt und grau und mit den Jahren auch stumpf geworden. Aber so deutlich, als hätte ich es vorige Nacht erst verlassen, ist mir das Bett der Adoptionseltern vor Augen. So oft ich an die erste Nacht und all die Nächte nach der ersten Nacht dort zurückdenke, befällt mich das kindliche Grauen. Ich lieg in der Mitte über dem Spalt der Federkernmatratzen, die geschlossen ist, die Lücke, wenn ich zur Nachtruhe liege, sich aber öffnet, auseinanderklafft, legen sich von rechts und links die beiden Nachtleiber der Adoptionseltern auf die Matratzen und sie regeln sich unter ihren Federbetten, traktieren die Federkernmatratzen, dass die sich biegen unter den Lasten, sich zwischen den Rändern der Federkernmatratzen zu einem klaffenden Spalt auftun, der mich in eine beklemmende Nachtsituation bringt. Aus dem wohligen Schlaf reißt es mich. Über eine tiefe Schlucht hänge ich plötzlich und kralle mich an Berghängen fest. So wahr ich hier rede, drohe, wenn die Kräfte nachlassen, unweigerlich abzustürzen. Mit Armen und Beinen halte ich mich über diesen Abgrund, rette jede Nacht meine körperliche Schmächtigkeit mit der Fußzehe, den Fingerspitzen vor dem Absturz in den Federmatratzenkernkragen oder den Federkernmatratzen-Canyon. Und die Federkernmatratzen-Nächte entwickeln sich zur ewig wiederkehrenden bösen Erscheinung. Messer, Gabel, Schere, Teller, Kelle, Tasse, ganze Brotmaschinen, Häuser, Wälder, Berge, Bäume, Rinderherden. Alles würde hier verschwinden. Wie ich, der ich ein schmales Kerlchen bin, nach den 10 fettlosen Jahren Heimkost. Jede Nacht wieder neu über diese gefräßigen Klappe der zwei Federkernmatratzen. Und die Kräfte des Widerstandes lassen in der Nacht rascher nach, als man am Tag noch denkt und glaubt. Man gibt schneller auf und sucht sich mit dem Spalt zu arrangieren, richtet sich in dem Spalt so gut wie im Schlechten. Es geht ein, aber der liebe Gott, als er die Welt erschaffen, schuf er Vögel, Rindvieh und auch die Affen mitten in die große Welt, hat den Adam ganz allein hinzugestellt und dieser ist allein nicht geblieben, hat folglich keinen Handel mehr getrieben. Ich beklage mich bei der Großmutter, die mich
Häschen in der Grube nennt. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Häschen, hüpf! Und sie erreicht, dass mir die Liege in der Wohnstube angeboten wird. Eine Art Ottomane, nach hinten zu schmaler werdend, nicht viel breiter als der Platz über der Matratzenspalte, aber eben kein schnappendes Maul mehr, sondern ein angenehmes, eine gute Ruhestätte, auf der ich mich mit Geschick drehen und nach Herzenslaune sogar wenden kann. Die Nacht für mich liege nicht der vollen Länge nach, aber immerhin heilsamen Schlaf finde. Eine andere tolle Geschichte, die ich nie hinterfragen will, weil sie wahrer ist, als man denkt. Es heißt da, Hilbig hätte versucht, sein Wissensdefizit dadurch auszugleichen, indem er sich während der Leipziger Buchmessen an die Stände von Verlagen begab, die Autoren herausbrachten, auf die er, wie man so sagt, flog, und dass er vor Ort deren Gedichte abschrieb. Baudelaire, Celan heißt es, Verlaine und angeblich auch Barlach. Dazu befragt, soll er geantwortet haben, ihre Gedichte haben mich gesucht. Ich habe sie alle nur vorgefunden. Danke. Wunderbar vorgeführt haben, muss man sich um die Fortführung von Wolfgang Hilbigs gerade auch Traumata überhaupt keine Sorgen machen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Vielen, vielen Dank. Vor 10 Monaten saßen wir hier im Literaturhaus zusammen und Clemens Meyer hat ein Gespräch mit Hilbig-Übersetzern geführt. Und das Verblüffende damals für mich beim Zuhören war zu hören, wie intensiv die Wahrnehmung in anderen Sprachregionen gewesen ist. Das, was wir jetzt nochmal vorgeführt bekommen haben, ist ja auch die klare Wurzelung des gesamten Hilbig'schen Worts in diesen spezifisch deutschen Erfahrungen. Mut Böttiger hat von den Spalten als Prinzip des Schreibens erzählt. Und dementsprechend ist das natürlich eine Grunderfahrung, die besonders in der deutschen Literatur natürlich auf Interesse rechnen darf, aber ganz offenkundig ist das Interesse international nicht gering. Clemens Meyer, wie sind die, denn ich denke, alle werden das letzte Mal nicht dabei gewesen sein hier im Literaturhaus, wie sind die Erfahrungen, die Übersetzer in anderen Sprachen mit Hilbig machen und worauf führen Sie wiederum diese Faszination im Ausland für ihn zurück? Na, über die Erfahrung, die Übersetzer mit Hilbig machen, kann ich es nur eigentlich nicht erzählen, da müsste man die Übersetzer oder Übersetzerin zu befragen. Ich kann natürlich, nur kenne ich eine von denen ganz gut, die hat mich ins Italienische übersetzt und den Hilbig auch. Die ist auch hier irgendwo, Roberta Gado. Und aber was mich verblüfft hat, ist, dass es zum Beispiel in Italien schon längere Zeit großes Interesse an Hilbigs Lyrik zum Beispiel gibt. Also, ich war dann mit der Übersetzerin auch meiner Werke auf einer kleinen Lesetour und hatte dann aber auch immer hatten wir was von Hilbig dabei. Und dann trafen wir eigentlich in jeder Stadt, in der wir waren, kamen Italiener und fragten über Hilbig und waren interessiert. Und ja, jetzt irgendwann ist ein mehrfach verschobener Kongress in Turin zu Hilbig. Ich glaube im November, das sollte schon letztes Jahr sein, dann wurde das natürlich verschoben. Und da gibt es also einen ganzen Kongress zur Lyrik und zur Prosa Hilbigs in Turin. Und da kommt der schöne Wein Nebbiolo daher aus der Region. Und das heißt sowas wie Nebel. Und der Nebel spielt ja bei Hilbig auch eine große Rolle. In der alten Abdeckerei geht es immer wieder um Nebel, oder auch in Prosastücken, seiner Kürzesprosa, geht es immer wieder um den Nebel. Und dass wir jetzt einen Germanistenkongress in Turin machen, in Piemont, wo der Nebelwein herkommt, das finde ich großartig. Und eins noch ganz kurz, wechseln wir mal kurz den Kontinent. Ich glaube, das hätte Hilbig auch gefallen, dass man da Nebbiolo trinkt, den Nebelwein, wo jetzt der Kongress ist. Und in Amerika war ich mal ganz kurz Dozent an einer New Yorker Universität, da gibt es viele Universitäten, also man muss sich darauf nichts einbilden. Und da habe ich mitgebracht den Studenten dort, meinen 5 Studenten, es waren 4 Deutsche und ein Amerikaner, die alte Abdeckerei.
unter anderem zu anderen Texten. Wir haben auch über Irmtraut Morgner gesprochen, die in Amerika übrigens sehr bekannt ist, als Moderne, also als eine Autorin der Moderne, ja, der Montage des Bewusstseinsstroms, des Ineinanderfließens der Stile, einer wie auch immer geordneten Moderne. Und dann haben die alte Abdeckerei gelesen, der eine Amerikaner auf Englisch und die Deutschen auf Deutsch, und ja, da konnte man spüren, wie plötzlich da an dieser New Yorker Universität in diesem Raum mit uns sechs Leuten die Zeit stehen bleibt. Und die gesagt haben, was ist denn das für eine Prosa? Der Amerikaner fing an, von Faulkner zu erzählen oder von Edgar Allan Poe. Und die Deutschen, es waren allesamt Westdeutschen, muss ich sagen, aus sehr reichen Familien, weil das sehr teuer ist, da zu studieren. Und was die da bezahlt haben, ich habe vielleicht 1% als Honorar bekommen, 0,5, ja. Und, aber egal, das war mir eine Ehre. Und die kannten Hilbig nicht, ja. Wir haben über andere moderne deutsche Dichter und Schriftsteller geredet, über Wolfgang Köppen zum Beispiel. Aber ja, kurioserweise in Greifswald geboren ist. Aber Hilbig, das hat eingeschlagen. Das mussten die sich erarbeiten. Und noch eins zum Schluss, weil vorhin gesagt wurde, Hilbig, kein Mainstream, ja sicher. Aber mich wundert ja eigentlich, für mich wäre es immer selbstverständlich, wenn sowas Mainstream wäre. Also ich drehe das dann im Moment und denke, das ist doch eigentlich eine Lyrik und eine Prosa, die das ist wie eine Droge. Ja. Also kann man das vielleicht den jungen Leuten als Hilbig Botschafter mitgeben. Lest die Droge Hilbig und begebt euch da rein, und dann seid ihr auch irgendwann vielleicht Mainstream. Also Mainstream im Sinne von, ja, die Hauptlinie. Hilbig ist nämlich der Hauptstrom, der Große. Michael Faber, Sie haben sich als Verleger darum bemüht, den Hauptstrom ein bisschen zu kanalisieren, ihn irgendwo hinzulenken, ihn in Bücher zu kleiden. Das hat ja relativ lange gedauert in seiner Heimat. Wir haben es gehört, Stimme, Stimme war die einzige Publikation zu DDR-Zeiten. Aber was nun auch, gerade aus dem neuen Heft der Neuen Rundschau, was jetzt erschienen ist, mit den Briefwechseln in Hilbig mit offiziellen Stellen der DDR geführt hat, klar herausgeht, es bei Aufbau war unter der Ägide Ihres Vaters als dortiger Verleger auch gerade noch ein Buch geplant gewesen zum Ende der DDR, was dann nicht mehr zustande gekommen ist, weil man nicht mehr die Buchpläne so durchführen konnte, wie erhofft. Nun hat Ihr Vater das nachgeholt, er hat insgesamt zwei Bücher verlegt, eines in der Sisyphos-Presse, das wurde heute auch schon mal erwähnt, Die Kunde von den Bäumen, in einer illustrierten Version, und Die Weiber sind bei Ihnen in der DDR-Bibliothek nachgedruckt worden, 1995, glaube ich. Wie war es mit Wolfgang Hilbig, der nun bei einem westdeutschen Verlag unter Vertrag stand, diese Buchprojekte zu verabreden? Wie haben Sie ihn als Autor kennengelernt und was macht seine Bedeutung in Ihren Augen jetzt 15 Jahre nach seinem Tod aus, oder 14 Jahre? Also ich schicke mal voraus, dass ich Wolfgang Hilbig kennenlerne etwa 1982. Ich habe in meiner eigenen Biografie fast 5 Jahre in Lindenau gelebt, davon 2 Jahre in der Holteistraße und 3 Jahre in der Spittastraße, wo wir heute gerade die Plakette eingeweiht haben, also Spittastraße 19. Meine Wohnung war in der 14. Und ich habe dort Wolfgang das erste Mal kennengelernt, und zwar zu zwei Anlässen, die ich nur noch ganz peripher erinnern kann. Aber ich glaube, niemals ein Wort mit ihm dort gewechselt zu haben, einfach weil er auch nicht sprach. Wolfgang hatte ja ein großes Talent, sich, wenn überhaupt, in Gesellschaft zu begeben, zum Teil tatsächlich 3 Stunden sitzen zu können und einfach nur zuzuhören und kein Wort an andere zu richten. Und man muss es jetzt aber auch fairer halber sagen, Wolfgang Hilbig war natürlich Anfang der 80er Jahre durchaus noch nicht ein bekannter Autor, also, sondern er war eigentlich eine völlig randläufige Figur, das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern der einfach gelegentlich in solchen Kreisen auftauchte, meistens geführt von jemandem, also nicht alleine, sondern in Bekanntschaft. Gerd Neumann fiel ja heute auch schon, also der ja auch viele Jahre
in Lindenau lebte. Das schicke ich nur mal voraus, das ist meine erste Begegnung. Ich wusste, es gibt ihn und ich wusste dann natürlich spätestens nach dem Erscheinen des Bandes Stimme, Stimme, dass es ein fulminanter Dichter war. Was ich jetzt erzählen will, ist durchaus auch ein Kompliment an den Hausherrn, an Thorsten Arendt, der mich im Frühsommer 91, ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich, also man telefonierte ja damals nicht, weil wir alle eigentlich gar keine Telefone hatten. Also es war sicher ein persönliches Gespräch und er sagt, du kümmere dich mal um den Wolfgang und der lebte ja damals in Edenkoben und willst du nicht ein Band mit ihm machen? Und unser Verlag war ja relativ jung erst gegründet, also im September 90. Und ich schrieb dem Wolfgang Hilbig, und die Adresse hatte ich vermutlich vom Thorsten Arendt, dann nach Edenkoben und lud ihn ein. Ich könnte mir vorstellen, ein Künstlerbuch oder einen Pressendruck mit ihm zu machen, was dann bekannterweise in das Buch Die Kunde von den Bäumen dann mündete. Und wir hatten uns dann auf der Frankfurter Messe 91 verabredet am Stand von S. Fischer, denn das ist ja sein wirklicher Hauptverlag. Also wir erinnerten uns sozusagen, dass wir uns ja schon mal begegnet waren und so weiter und so fort. Und er versprach mir drei Erzählungen. Und etwa, ich würde jetzt mal behaupten, drei Monate später kam eine Erzählung. Also es wird Ende 91 schon gewesen sein, also es ging dann doch relativ rasch oder im Januar 92. Ich habe versucht, das zu rekonstruieren, aber ich kriege es durch die Briefpost jetzt nicht mehr so ganz genau hin. Und er schrieb dann, also er hätte sich bemüht, aber die eine Erzählung wäre schon so ausufernd, dass er glaube, sie würde ausreichen. Und sie hatte ja auch eine unheimliche Kraft und eine... Also ich sage jetzt mal, sie war wirklich genügend, also dass man gar nicht hätte insistieren können und dürfen. Und das schrieb ich ihm natürlich dann auch. Ich habe gesagt, ich bin vollständig beeindruckt und das müssen wir unbedingt machen. Und eine Zeit lang war in Rede, ich glaube auch, Thorsten, wir hatten uns heute nicht nochmal abgesprochen, aber ich wollte es dich eigentlich nochmal fragen, mit einem Dresdner Künstler, Stefan Plenkers, aber den ich im Übrigen sehr schätze und bis heute, dem ich auch im Übrigen jetzt am Wochenende begegnet bin bei der Schmidt-Rottluff-Preisverleihung an Max Ulich. Aber ich hatte dann doch etwas anderes im Blick. Ich wollte einen Künstler hier aus Leipzig, den ich damals glaubte, also nicht nur ich, aber mit ein paar anderen auch entdeckt zu haben, den Olaf Nicolai, in einer gewissen Weise ein Mitkommilitone, der also auch Germanistik studiert hat hier an der Leipziger Universität. Und dessen ersten Arbeiten ich in der Galerie Eigenart gesehen habe und damals unheimlich fasziniert war von der Kraft und vor allem der intellektuellen Schärfe, also sich mit bestimmten Grundtopoi, also sozusagen dieses Transformationsprozesses, den wir ja gerade durchlebten, auseinandergesetzt hat und sprach ihn an und Wolfgang Hilbig war sofort dabei, also er sagte, also vollständig freie Hand, also und erkannte ihn vermutlich vermutlich auch durch Thorsten. Also ich singe heute ein Lied auf dich, Thorsten, bist du da? Ja, natürlich muss er da. Ja, ja, wir sitzen hier natürlich im und wir waren uns vollständig einig und dann entstanden eben sechs großformatige Farblithografien und Wolfgang war sehr glücklich. Und jetzt als Verleger gesprochen, es war der Flop schlechthin. Also wir verkauften, glaube ich, 16 Exemplare im ersten Jahr, hatten vielleicht eine Deckungsauflage von 40. Also es war grausam, es war ganz grausam. Was ich dem Wolfgang aber nie erzählt hatte, sondern ich hatte eben, wie Verleger lügen ja sehr häufig, also wie Autoren im Übrigen auch. Also man lügt sich ja gegenseitig an und daraus entsteht ja dieses wundervolle Amalgam,
dass wir eine Literaturgesellschaft sind. Also ich musste ihm einfach verheimlichen, dass es eigentlich dafür ganz wenig Leser nur gibt. Nun waren diese Pressendrucke natürlich tatsächlich relativ teuer, also für damalige Verhältnisse ohnehin. Und, aber es war eben dieses Initial, wo wir dann auch vom Sie ins Du wechselten, ne? Also das, was beim Wolfgang sehr einfach war. Aber man musste es trotzdem fühlen. Also das Du konnte man nicht ohne Erlebnisse zu teilen, also sagen wir mal leben. Also, ne? Und jetzt komme ich auf den, streng genommen auf den dritten Teil meines kleinen Memorial. Das war die Ansprache, wir würden ihn gerne mit in die DDR-Bibliothek aufnehmen. Und dieser Begriff war natürlich konnotiert und hatte auch insbesondere auch im westdeutschen Feuilleton zu einer bestimmten Grundverwunderung geführt. Was ist denn das eigentlich, DDR-Literatur, und warum soll da ein Kanon gebildet werden? Und wieso nehmt ihr da einen Titel ins Programm auf, nämlich die Weiber, der weder was mit der DDR zu tun hatte, also thematisch, wobei das durchaus in Frage zu stellen wäre, und natürlich niemals in der DDR irgendeinem Verlag angeboten war oder und schon gar nicht veröffentlicht worden ist. Und wieder, und das ist das vierte Mal, lieber Thorsten, dass ich heute ein Kompliment auf dich ausspreche, bat ich ihn, das Nachwort dazu zu schreiben. Und die Nachworte sollten in einer gewissen Weise eine Kultur- und Literatur- und auch eine Rezeptions- und auch eine Zensurgeschichte immer darstellen. Also das heißt, Werke, die entstanden sind und möglicherweise kritisch oder auch positiv aufgenommen wurden, und Werke, die verhindert waren oder nie zur Disposition standen. Und Thorsten schrieb dieses Nachwort, tatsächlich begann dieses Nachwort mit dieser Verwunderung, dass man eigentlich ein Werk jetzt in eine Bibliothek, in eine DDR-Bibliothek aufnimmt, die, wo dieses Werk eigentlich nicht hingehört. Und dann passierte etwas Unmögliches oder vielmehr etwas sehr Schönes, dass er dann im Schreiben klüger wurde, denn auch du, Thorsten, wie wir allesamt, waren am Anfang unserer Karrieren nicht immer gleich die großen gebildeten Menschen, sondern lernten natürlich am Gegenstand, und plötzlich war es ganz logisch, dass Wolfgang Hilbig, obgleich er nur mit einem Werk, also mit Stimme und Stimme in der DDR präsent war, also ein regelrechter Repräsentant einer Gesellschaft war, die in sich, unabhängig von dem Gründungsmythos eines antifaschistischen anderen Deutschlands, eine vollständig brüchige, fragile, zum Teil auch pervertierte Gesellschaft war, und Wolfgang eigentlich der beste Protagonist genau dieses Zweifels, ob diese Gesellschaft taugt, ja, jetzt ist weg, ne? Doch, jetzt ist er, taugt sozusagen also eine Zukunftsperspektive uns zu geben. Und jetzt kommt der letzte Teil. Dann, ach so, dann, jetzt? Ja. Und jetzt kommt der letzte Teil, und mit diesem Buch, mit den Weibern, bin ich mit Wolfgang auf mehreren Lesungen gewesen, die ich zum Teil das Glück hatte, also auch anzumoderieren und dann eben auch entsprechend die Diskussionen zu führen. Ihr wisst es ja selbst, also dass Wolfgang das eigentlich hasste, ne? Also gefragt zu werden und Antworten zu geben, und es war ja nicht selten, dass er dann darüber ging und sagt, hast du diese Frage verstanden? Antworte doch du mal, ne? Und so. Und das hatte einerseits etwas sehr Archaisches, manchmal sogar etwas Amüsantes, aber daran sah man diese Physiognomie, diese geistige Physiognomie, die im konzentrierten Schreiben etwas ganz Großartiges hervorbringen konnte und in der Unmittelbarkeit des Redenmüssens auf eine simple Frage zu antworten, manchmal sehr hilflos erschien. Und da schätzte er mich sehr, weil ich dann immer so faktisch
versuchte zu reden, also Wolfgang hat mir erzählt das und so weiter, dass ich ihn quasi übersetzte. Und das hat er, also viele Autoren würden einem da ins Gesicht schlagen und sagen, du bevormundest mich gerade, aber er hat genau diesen Aspekt gerade sehr geschätzt. Und dort sind wir uns unheimlich nahe gekommen und also Freundschaft ist ein großes Wort, das kann ich eigentlich mit ihm nicht in Anspruch nehmen, weil wir da einfach zu wenig Gelegenheit hatten, das zu vertiefen. Aber unsere Begegnungen sind dadurch unheimlich wertvoll geworden. Und bei aller Achtung, die ich als Verleger natürlich immer habe, dass die Hausverleger nicht attackiert werden von anderen, ich hätte S. Fischer nie anstinken können, also habe ich das unheimlich wertgeschätzt, dass dieser Autor bis zum Schluss seinem Verlag auch treu geblieben ist. Ja, und umgekehrt auch. Ich möchte zum Finale dieser Runde die Option nutzen, hier 5 Autoren und einen Verleger zu haben, also 2 Berufsgruppen, die gerade pauschal als Lügner bezeichnet worden sind. Und deshalb möchte ich jetzt in Umkehrung offenkundig der normalen Lage um ehrliche Antwort bitten. Da wir nun hier 5 Menschen haben, die mit dem Schreiben ihr Geld verdienen und einen Menschen hier haben, der mit dem Verlegen von Geschriebenem das Geld verdient, wie sieht es aus, einmal mit dem jeweiligen individuellen Blick auf Wolfgang Hilbig, aber dann auch mit dem eigenen Blick darauf, was muss man tun, um als Schriftsteller im Rahmen dessen, was man erreichen will, erfolgreich zu sein? Wir wissen, wenn wir gerade jetzt den neuen Band der Werkausgabe, den Abschlussband lesen, Wolfgang Hilbig hat sich durchaus dafür interessiert, wie seine Bücher verkauft wurden, hat natürlich beklagt, dass das nicht in dem Maße der Fall war, wie er das erhoffte. Das heißt, es war jetzt nicht jemand, der sagte, ich mache das Ganze als Selbsttherapie, sondern er hatte immer das Gegenüber vor Augen. Er sagt mehrfach, man schreibt natürlich für Menschen, auch wenn man das in der größten Einsamkeit tut. Wie sieht es also aus mit diesem Selbstverständnis des schreibenden Menschen? Und ich würde einfach sagen, wir fangen da hinten bei Herrn Wawelczynek an und gehen dann hier die Runde hin, sodass Frau Lange-Müller zum Abschluss dann nochmal zu Wort kommt. Ja, ich habe das Glück gehabt, irgendwie auch in der DDR die letzten 4 Jahre dann sowas wie fast ein DDR-Autor geworden zu sein, weil ich Zwillinge hatte. Und da habe ich gedacht, okay, Zwillinge, also man durfte 24 Monate zusammen oder 12 Monate Hausmann sein mit Kind. Und ich habe gedacht, Zwillinge, das Doppelte. Und ich weiß nicht, worum es da noch ging. Jedenfalls kriegte ich irgendwann den Hinweis, du bist auf den Kicker. Also die haben dich auf den Kicker, das ist wegen Asozialität. Es ging auch um die Berufsbezeichnung Schriftsteller. Das ist bei Hilbig ja auch noch das Thema gewesen. Als was fühlt man sich das, wenn das gar nicht gibt? Auch Adolf Endler hat versucht, da zu intervenieren. Jedenfalls war ich bei 33 Monaten angelangt. Und dann bin ich rumgerannt und habe dann in Dorothea Oehme eine gefunden, die gesagt hat, ich besorgte den Schrips. Ein Satz, dass du beauftragt bist, was wollen wir denn da machen? Und da habe ich gesagt, das Einzige, was ich bis jetzt mache, ist Parodien schreiben. Ja, das ist doch schon was. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich hätte ein Parodieband machen können. Und das Wunderbare war, ich habe über die DDR-Kollegen plötzlich so viel gewusst. Weil mal ging Lutz Rathenow, dann flog der wieder raus. Dann war Uwe Kolbe, der wurde dann ausgetauscht, wieder gegen eine andere Autorin. Dann kam er wieder dazu, dann war plötzlich Elke Erb nicht mehr und so weiter. Und das war für mich das Interessanteste. Und dann war es mit der DDR vorbei. Und dann kamen sie an und sagten, ja, du hast doch 330 Parodien gemacht, jetzt können wir ein dickes Buch bringen. Das habe ich erst 2014 mit Galliani realisiert und habe gesagt, nee, wenn, dann möchte ich das kleine, schmale Büchlein, was in der DDR möglich gewesen wäre. Also die haben dann immer auch das, was Hilbig schreibt, mit Papierkontingent. Ja, wenn das Papier da ist, dann, wo Hilbig sagt, ne, Papier wird vergeudet bis zum geht nicht mehr, was soll das? Und da teile ich mit ihm auch die Verwunderung darüber, ich gelte als DDR-Autor. Und wenn es um DDR geht, werde ich in der Lyrik immer mit Bert Papenfuß in einem Zug genannt. Und ich als DDR-Autor. Und die schönste Bezeichnung, die ich jemals hatte, war ein Versprecher.
der ehemalige Bürger aus der ehemaligen DDR oder der ehemalige Mensch aus der DDR wird jetzt gleich lesen. Und das habe ich mir dabei gemerkt. Und was das andere ist, wie es kommt, also Bachmann-Preis hätte ich ein Jahr vorher nicht gekriegt und auch ein Jahr nachher wäre ich gar nicht in Erscheinung getreten. Das heißt also, man macht C sein Ding weiter, schreibt so, wie man schreibt und dann kommen Zufälle dazu, dass das dann plötzlich beeinflusst und denen, und das hat er ja nicht so gut gekonnt, denen muss man sich dann stellen, als hätte man das beabsichtigt. Ja? Also bei mir war das eine generelle Heimkinddiskussion, die bis in kirchliche Nonnenschulen hineinging, wo dann eben alles schlimm und schlecht auch im Westen war. Und ich hatte plötzlich in diesem Zuge plötzlich da die Oberhand. Und dann, was ich bei ihm sehr bewundere, beim Hilbig, weil das von Anfang an so war, ich musste mich erst nach Bachmann daran erinnern, jetzt bloß keine Wellen schlagen, jetzt sich bloß nichts einbilden und so bleiben, wie man ist. Daran musste ich mich erinnern, erstmal, wie ich bin. Bei Wolfgang ist das von vornherein überhaupt nie die Frage gewesen. Da war immer Wolfgang Hilbig. Und das ist zu bewundern, dass das bei all den Verzückungen, die auch von diesem Literaturbetrieb her rühren können, ja, ist er da konsequent also geblieben. Und das habe ich bewundert. Und ich glaube, dass diese Kraft und der Sog von dieser Literatur mich erst erreichen wird, weil ich habe auch in diesem Zusammenhang, das muss ich mal sagen, erstmal Hilbig gelesen. Ich habe die ganze Biografie durchgeackert. Ich habe nochmal und nochmal von 1983 Stimme, Stimme gelesen. Und ich glaube, jetzt zu wissen, dass mich so in 1, 2, 5, 7, 9 Jahren diese Prosa von ihm erst richtig erreichen wird, die ich damals, das muss ich auch zugeben, als ich das erste Mal gelesen habe, nach einer gewissen Strecke zuschlagen musste, die Bücher, weil ich es nicht ausgehalten habe und gedacht habe, wenn das so weitergeht, bin ich am Ende erledigt. Aber das wird sich auch verlieren, das Gefühl, denke ich. Frau, wollen Sie fragen? Nochmal die Frage. Ach, ja. Die Frage war nach dem Selbstverständnis des Schriftstellers. Inwieweit kann man Eigenheiten pflegen, wenn man trotzdem natürlich daran interessiert ist, dass man wirklich auch gelesen wird, dass man ein Publikum findet? Hilbig ist ja wirklich, das haben wir immer wieder gemerkt, ein unglaublich individueller Schriftsteller in seinen Themen, in der Radikalität seiner Prosa. Trotzdem wird er von uns allen als unglaublich bedeutend eingestellt. Er ist aber dennoch kein Bestsellerautor, logischerweise. Wo findet man in gewisser Weise da seinen eigenen Platz? Wie kommt man mit dieser Rolle zurecht? Und Sie als Verleger sind da in gewisser Weise gefragt, inwieweit können Sie das begünstigen oder vielleicht auch verändern? Also da geht es, glaube ich, nur um ein Credo. Also ich glaube, der Verleger darf keinesfalls den Autor in seiner Genesis, in seiner Poetologie beeinträchtigen, also in etwa schreib doch mal einen Kriminalroman oder mach mal jenes oder dieses, weil das möglicherweise kommerziell erfolgreich sein könnte, was man ja auch bloß nicht weiß. In einer gewissen Weise ist der Verleger natürlich ganz selektiv, er erkennt etwas und wenn er sich für etwas begeistert und glaubt auch, dass da eine große Qualität drin ist, dann muss er an diese Qualität auch festhalten und genau den Autor oder die Autorin in diesem Bestreben unterstützen. Und er braucht noch etwas anderes. Da ist mein Nachbar Clemens Meyer, den ich unbändig schätze und den ich ja in einer gewissen Weise auch in seinen ersten Schreibversuchen es sind keine Versuche, also in den ersten Arbeiten, die ich von ihm kennengelernt habe, sofort erkannt habe, was da für eine Potenz drin steckt. Und ich teile das Urteil mit Michael Hamedner, der ja heute hier durch diesen Parcours geführt hat. Aber ich wusste, dass man mit Clemens vermutlich einen längeren Zeitraum bestreiten muss, um ihn erfolgreich zu machen. Und dass die Kraft von Faber und Faber damals nicht ausgereicht hätte, ihn in diesen Erfolg zu führen.
Und dass er dann S. Fischer als Verlag gefunden hat und die dortigen Lektoren und Verleger ihn so unter Schutz haben und dass er dann tatsächlich dieser erfolgreiche Autor geworden ist, das kann man den Kolleginnen und Kollegen dort einfach nur danken. Ich hätte es machen wollen, aber ich glaubte, ich bin nicht der richtige Mann für dieses große, damals durfte man noch sagen Talent, heute darf man das nicht mehr sagen, heute bist du, weiß Gott, kein Talent, sondern einfach ein großer Schriftsteller. Auch das gehört dazu, also diese Selbsterkenntnis, was ist man selbst wert und dann muss man auch zurücktreten können, obgleich man eigentlich gewiss ist, hier ist was ganz Großes in Schwange. Nun, danke. Also natürlich waren das noch Schreibversuche damals, ist ja klar. Also im Wortversuch finde ich ja eher was Positives. Man müht sich ja, man versucht und man wagt auch etwas. Und was ich gelernt habe, ist nach all dem ganzen Überschwang des Anfangs, haben wir 2006, 2007, 2008, wo man auch noch tatsächlich einen kleinen Bruchteil der guten Zeit, die Literatur hatte, noch miterlebt hat, das letzte Aufflackern sozusagen und dann noch ein bisschen, also nicht weil man es geplant hat, sondern weil es so eingetreten ist, ein bisschen Rahmen abgeschöpft hat, der dann weggeschleudert wurde mit Furor, dass man plötzlich dann wieder pleite war und dann merkte ich dann irgendwann Erfolg, literarischer und Ruhm, wie man, was immer auch Ruhm sein soll, ja, oder was auch immer, ja, das lässt sich in Literatur finanziell schwerlich auf einem Konto. Mikro. Hier muss ich hier. Nein, ist gar nichts mehr da, oder? Ja, das lässt sich schwerlich bemessen, ja. Das und man will nicht jammern und man macht es ja auch nicht, weil man irgendwie, natürlich dachte ich auch mal, ich könnte reich damit werden oder so. Und manche Leute denken auch, der Meier hat Geld, aber nee, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man manisch sich irgendeiner Sache verschrieben hat und eine Zeit lang funktioniert das auch mit dem, was zurückkommt und eine Zeit lang bewegt man sich als Hochstapler, weil man überhaupt nichts mehr einstecken hat und freut sich trotzdem der Dinge, ja. Und das ist ein großes Privileg, dass man trotzdem einer Sache sich verschrieben hat, die über Jahrhunderte existiert und alles andere ist dann manchmal, so pathetisch das jetzt klingen mag, ja, zweitrangig. Wie ich sagte das vorhin irgendwann mal, dann ist es scheißegal. Irgendwie kratzt man schon das zusammen, dass man sich davon existenziell auch ernähren kann. Und ich kenne viele Kollegen, denen geht es nicht gut, die leben gerade Lyriker oder so im Hartz-IV-Bereich. Ja. Aber sie sind mit einem Idealismus dabei und mit einem Glauben an dieser seltsamen, weltumspannten Sekte, der wir uns verschrieben haben und die sich ja allen Menschen öffnen kann. Naja, nun ist aber auch genug. Amen. Ich übergebe. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig, wie ich antworten soll, ob man diesen Idealismus, wie lange man ihn aushalten sollte, wo ist die Altersgrenze, wo man sagt, so, jetzt Schluss damit, es ist vorbei. Länger kann ich nicht warten. Man muss sich ja vorstellen, Hilbig war ja 38, als Abwesenheit kam. Was das für ihn bedeutete, das konnte man schon lesen in der NDL, als ihm seine Annonce abgedruckt wurde. Er hat nicht verzweifelt, er hat an seine Begabungen geglaubt, mit ziemlichem Ernst, was dieser Ernst bedeutet und dieser Starre, in die er verfallen konnte, kann man immer noch nachschauen in einem Gespräch mit Günter Gauss. Er konnte sich nicht inszenieren, das Gespräch heißt zur Person, seine Antworten sind sehr kurzatmig. Seine Mimik versucht gerade etwas zu inszenieren, aber umso peinlicher wird es sozusagen. Das ist, was ich dazu zu sagen habe. Vielleicht das noch, Kritik einstecken, sich bessern, wegstecken. Es gab zwei große Kritiker von Wolfgang Hilbig, das war 97 Frank Schirmacher nach der Kamenzer Rede
und 2004 Richard Herzinger nach dem Abriss der Kritik. Ich wäre sehr gespannt zu erfahren, wie Hilbig damit umgegangen ist. Das waren zwei Schwergewichte, die etwas zu sagen hatten. Jedenfalls, der Büchnerpreis kam ja nach dieser schmetternden Kritik von Schirmacher, 5 Jahre danach. Den Glauben nicht aufgeben, so mehr oder weniger. Er hat bis zuletzt gemacht, und man muss aufpassen, dass die Kollateralschäden einer solchen, er nannte es, nächtlichen Existenz nicht allzu weit reichen. Ich meine, in der ersten Veranstaltung von heute konnte man in etwa hören, wozu das alles führen kann, in einer Beziehung zum Beispiel, und die Leidtragenden sind leider Gottes immer die Partnerinnen. Oder Partner. Wahrscheinlich eine kleine Minderheit, die der Partner, die Leidtragen. Jedenfalls, ja, ein großartiger Autor. Es gibt einige Überschneidungen. Ich habe eine Doktorarbeit über ihn begonnen, die abgebrochen. Einer der Gründe, warum ich das abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, eigentlich geht es hier auch um eine Art Identifizierung mit dem Gegenstand. Und an der Stelle habe ich gesagt, Schluss, jetzt versuchst du es. Ich finde es interessant, dass Wolfgang Hilbig, obwohl er ja länger als 17 Jahre im Westen gelebt hat, also praktisch nach dem Beitritt, aber natürlich erkannte ihn auch vorher, dass es von ihm fast nichts über den Westen oder eben über die Zeit nach 89 gibt. Also Provisorium endet ja 90. Schon. Und also da ist viel Stummheit. Er hat das natürlich in den Reden und auch Abriss der Kritik, und so ist das natürlich eine Auseinandersetzung, und man merkt auch, wie scharf und also rückhaltlos er da ist. Aber so wie sich der Stil ändert von sagen wir jetzt von alten Abdeckerei zum Provisorium, ich weiß noch, dass ich tatsächlich, ich meine, ich wusste, dass ich habe ein Buch von Wolfgang Hilbig in der Hand, aber ich habe es nochmal zugeschlagen und geguckt, steht da wirklich Hilbig vorne drauf, weil ich Provisorium doch so anders fand vom Stil her als alles, was ich vorher gelesen habe. Und das sind ja auch Dinge, die man bei Jonsson zum Beispiel findet. Also wie lange brauchte der, bis er über jemanden im Westen schreiben kann? Oder bei Brasch. Ja, also das ist ein etwas, wo ich dann manchmal gesagt hätte, jetzt hör doch mal auf, immer über den Osten zu schreiben, als hätte man sozusagen, könnte man darüber einfach verfügen, was man macht. Und da ist es halt so, dass in den, so habe ich es erlebt, mein erstes Buch kam 95, und da war natürlich auch damals der übergroße Teil der Kritikerinnen und Kritikern aus dem Westen, aber die hatten alle noch eine eigene Auseinandersetzung mit dem Osten, ganz egal in welcher Form, aber das war immer ein Thema gewesen. Und ich merke so seit 10 Jahren, dass das schwierig wird, dass das irgendwie wie etwas angesehen wird, was eigentlich sich erledigt hat. Und dabei kommen natürlich die Fragen aus dem Heute, und man schreibt natürlich über das Heute, aber man merkt, man hat so ein Label aufgeklebt bekommen, da kann man dagegen machen, was man will, das kann man kaum abstreifen. Und ja, bei Hilbig ist das natürlich irgendwie noch anders, natürlich, aber ich finde es eben interessant, diese Stummheit gegenüber der neuen Welt. Naja, das sieht er ja selber in seinen letzten Texten, hat er, wie gesagt, diesen Band mit der kurzen Prosa und auch den Fragmenten ähnlich. Allerdings führt er sein Verstummen dann vordergründig zurück auf 9/11 tatsächlich. Und da schreibt er dann schon nochmal was dazu,
das jetzt nur zu dem, was du sagtest, aber er fand den Vorgang so ungeheuerlich, dass er glaubte, dass ihm dazu nichts mehr einfällt, also oder danach nichts mehr einfällt. Aber mich beschäftigt, ich bin ja so ein bisschen spitzfindig, eher das Wort Selbstverständnis. Selbstverständnis. Hatte Hilbig das? Ich denke, wenn Hilbig sich selbst verstanden hätte, hätte er womöglich anders geschrieben. Zu mir kann ich nur sagen, ich bin ja eher eine schreibfaule Schriftstellerin. Ich erkenne aber ganz genau, ich bin ja, also wenn man mich fragen würde, wenn jetzt eine böse Fee käme und sagt, ab heute geht nur noch eins, entweder lesen oder schreiben, entscheide dich, ich zähle bis 10, würde ich wahrscheinlich sagen, dann lesen, weil das Leben ohne Schreiben kann ich mir vorstellen, das Leben ohne Lesen nicht. Und wenn ich lese, erkenne ich eigentlich immer ganz genau, wann ich es mit Literatur zu tun habe. Das ist ein ganz einfaches Kriterium. Wenn ich bei einem Text den Eindruck habe, dass der geschrieben werden musste, dann bleibe ich sozusagen, dann fange ich Feuer und bleibe am Ball. Wenn ich so mir vorstelle, dass da ein Autor sitzt und sagt, ach, worüber könnte ich denn heute mal was schreiben, dann merke ich auch das und ja, und bemühe mich nicht weiter. Vielleicht noch das, weil zuletzt will ich nochmal Wolfgang ganz kurz zu Wort kommen lassen. Nicht nur, dass er also einen intellektuellen, scharfen Verstand hatte und seine eigenen Situationen sozusagen versuchen konnte zu ergründen, er konnte auch extrem genau beobachten. Zur Genüge schreibt Hilbig in fester Grund jener Erzählung, deren freilich nicht namentlich erwähnter Schauplatz die Mitropa. Boah, ich mach das Mikrofon. Die Mitropa-Gaststätte des Leipziger Hauptbahnhofs zu DDR-Zeiten ist. Zur Genüge kannte ich diese Gestalten, die allnächtlich, wenn die Transportpolizei ihre letzte Runde hinter sich hatte, in den Restaurants auftauchten, als hätte die Schattenwelt sie ausgespuckt, die zu zweit oder zu dritt sich eine Tasse Kaffee teilten, abgerissen und übernächtigt versuchten, die Köpfe auf den erdgrauen Unterarmen sich eine Stunde Schlaf zu stehlen, unter dem Tisch die vom dauernden, wachsamen Schlenderschritt wassersüchtig gewordenen Füße, die dick geschwollen aus geplatzten Schuhen quollen, bis sie wieder hinausgejagt wurden, verschwitzt und Fliegen umschwärmt, und es war eine Gnade, wenn sie bloß verjagt wurden. Sie alle warteten seit jenem Tag ihrer ersten harmlosen Zechprellerei darauf, dass nicht ihnen, dass endlich der Welt ein Unheil geschah. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den Gästen hier auf dem Podium bedanken. Das waren wunderbare Einschätzungen und sehr eindrucksvolle Lesungen. Eine Frage kann ich wenigstens noch beantworten, wenn es zumindest die eine Hälfte, die Frage, die aufgeworfen wurde, nämlich wie Frank Schirmacher später dann auf Hilbig reagiert hat. Dafür bin ich jetzt lang genug bei der FAZ, um es erlebt zu haben, als Hilbig wieder anfing, für die FAZ zu schreiben, kurz nach der Jahrtausendwende, wurde in der Redaktion die Frage gestellt, ob das denn ginge, nachdem Schirmacher so vehement gegen ihn Stellung genommen hatte. Und ich paraphrasiere jetzt nur, aber ich weiß noch sehr genau, wie Schirmacher damit sagte, natürlich geht das, denn das ist der größte Schriftsteller, den wir zurzeit hier in Deutschland haben. Und Schirmacher war ein schwieriger Mensch, aber er hatte meistens recht, wahrscheinlich auch hier. Schönen Abend. Applaus